Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapist The Walking Dead. Und für heute habe ich mir überlegt, wenn wir wieder rausgehen, machen wir mal einen kleinen Klassenausflug. Ja, wir nehmen auf jeden Fall den einen oder anderen mit, dass wir uns auch mal in Gegenden vorwagen können, wo auch mal ein paar Zombies rumstehen, weil alleine kriege ich die nicht klein, aber mit anderen Leuten sollte das kein Problem werden. Muss ich nur mal kurz schauen. Wir können eigentlich direkt jetzt heute Morgen losgehen nach dem Frühstück, ne? Ich glaube schon. Ja, doch. Müsste gehen. Da freue ich mich schon drauf. Weil die ganze Zeit ängstlich rumzulaufen, das macht keinen Spaß. Ich spiele mal zwischendurch noch ein bisschen. Die können ja alle schon essen. Ich komme ja gleich runter. Aber die Zeit sollte ich nutzen. So. Schnell hinsetzen. Mikoni, den nehme ich mal mit. Kollege. Klappt das? Kannst du mitkommen? Alles klar. Was hast denn du hier für eine Waffe? Baseballschläger. Boah. Vielleicht. Oh mein Gott, ja, ich mach's ja schon. So, euch zwei brauche ich mal und so, Lori nehme ich jetzt einfach auch noch mit. Und wir gehen raus. Auf mein dreckiges Dutzend. Naja, eigentlich sind es ja nur drei, aber wir gehen jetzt erobern. Wo gehen wir denn hin? Hier gehen wir hin. Angriff! Angriff, habe ich gesagt. So, zerschnetzelt. Oh, das Mädel hat aber sehr wenig Leben. Das ist nicht so gut. So. Ein Zombie. Zwei Zombies. Den Rucksack. Weiß nicht, ob ich den gestern schon gelootet hatte. Ja, doch, habe ich. So, jetzt gucken wir uns schnell noch die Leichen an. Die haben nichts dabei, hat nichts dabei. So. In den Raum müssen wir auf jeden Fall. Gut, nehmen wir mal mit. Ich nehme jetzt einfach alles mit, weil ich kann das jetzt den Leuten in die Hand drücken. Das ist ja jetzt der Vorteil, dass ich mit ein paar Leuten unterwegs bin. Ach, sieh mal einer an. Das ist doch schön. Nein. Nimm das mal. Dann können wir hier nämlich den ganzen Scheiß mit rausnehmen. Da ist so ein... Ach, roter Schlüssel. Coole Sache das. Komm, die Feder nehmen wir auch mal mit. Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ist nicht so schlimm. Bevor wir jetzt aber zur Gruppenaufgabe gehen, will ich den hier noch killen. Drücke. Ja, ich weiß, dass ich damit Ziele auswählen kann. Passt. Nein! Oh, du verrücktes Stück. Boah. So. Moment. Du nimmst das Zeug mit. Batterie haben wir. Und jetzt müssen wir schnell unsere Gruppenaufgabe. Scheiße, das schaffe ich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr. Oder wie lange habe ich denn dafür Zeit? Doch, ein bisschen Zeit habe ich noch. Gott sei Dank. Komm schon. Will da rein. Schaffe ich's? Ich weiß nicht, wie lange ich Zeit habe. Wahrscheinlich bis um 12. Komm schon, Tampering Machine. Schneller. So, geschafft. Gott sei Dank. So, du gehst mal einen Abgang machen. Das nehme ich alles mit. Und gerade so vom Mittagessen geschafft.
gehe noch schnell trainieren vor dem Mittagessen. Das muss ich auch rentieren, das Mittagessen. Das finde ich halt ein bisschen komisch. Also wenn ich das Spiel gemacht hätte, dann würde ich auch über den Tag so ein bisschen diese Müdigkeit sinken, also beziehungsweise die Energie sinken lassen, weil es macht überhaupt keinen Sinn, diese Energieanzeige, dass die nicht über den Tag lang fällt. Aber gut. Deswegen macht Essen auch meistens eigentlich keinen Sinn, wenn ich nicht trainieren gehe. Aber von mir aus. So, wer kriegt denn jetzt eine Pistole? Wir hatten noch keine Waffe. Maggie hat noch keine Waffe. Bleib mal stehen, bitte. Ach doch, die hat noch eine Waffe, aber die kriegt jetzt noch eine Pistole. Alles klar, jetzt kann die auch mit einer Pistole rumlaufen. Hat zwar nur einen Schuss, aber das ist ja nicht mein Problem. So, wo waren wir denn eigentlich noch nicht? Ich renne jetzt einfach einmal quer durch. Hier in dem Gebäude waren wir noch nicht, glaube ich. In diesem riesen Ding. Aber wo komme ich da rein? Ich weiß es nicht. Aber was ist denn hier drin? Nix. Und da ist der Generator. Farbeimer, notdürftige Leitern. Aha, das kann ich also mit Farbeimern machen. Das ist ja natürlich praktisch. Wie komme ich da rein? Wahrscheinlich von oben. Schätze ich mal. Ich will aber wissen, wie man hier in das Haus reinkommt. Das ist mir jetzt gerade mal wichtiger. Autsch. Ja, da gibt es tatsächlich nur eine Tür rein. Und die hat einen Schlüssel. Genau wie hier. Hier kommen wir nur weiter, wenn wir diesen ominösen blauen Schlüssel haben. Tschüss. Warte mal, komme ich hier durch? Ne. Ich brauche tatsächlich wirklich einen blauen Schlüssel. Mit was anderem geht's leider nicht. Aber wo soll ich den herbekommen? Also großartig viel Auswahl an Räumen habe ich ja jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Hab ja schon einige durchforstet, einige Gebäude. Aber hier war ich auch noch nicht drin, oder? Das sieht mir jetzt gerade unbekannt aus. Ups. Nicht Besteck, das brauche ich jetzt nicht. Komm, Fresschen fertig. Ich glaube, dann sind wir sogar schon fertig mit dem Arbeiten. Yep. Komm, packen wir das da noch rein. Ein paar Sachen muss ich hier mitnehmen. Das können wir da hinschmeißen. Bei mir ist langsam ein wenig voll, würde ich jetzt mal behaupten. Irgendjemand wollte Klebeband haben. Tun wir einfach ein bisschen was an Loris Schreibtisch. Ich hoffe, dass das nicht verschwindet. Aber es ist wahrscheinlich, dass es verschwindet. Weil der Inhalt sieht anders aus als vorhin in der letzten Folge. Glenn braucht Klebeband. Komm mal her. So, jetzt gehe ich mal hier runter. Und ich nehme, glaube ich, den einen oder anderen mit. Du kommst mal mit. Der kommt mit seinem Katana mit. Und Glenn kommt mit. Ich will unbedingt da unten mal in dieses Gebäude rein. Das sieht noch interessant aus, halbwegs. Komm mal mit. Zu viert an einem Zombie vorbei geschlichen, in Anführungszeichen. Ganz große Anführungszeichen. Auf, hier geht's rein. Ups, hier geht's rein. Da hat's gerade gerappelt. Nein, nein, hör... Oh, du blöde Nuss.
Nein. Ich will nicht kämpfen. Was ist denn jetzt los? Aber hier gibt's auch keine. Boah, warum wollen die denn dauernd irgendjemanden erschießen? Ich will doch nur gucken, ob ich in diese Kisten reingucken kann. So. Krass. Jedes Mal momentan, wenn ich irgendwo hindrücke mit der Maus, kommt dieser Bildschirm, um irgendjemanden anzuvisieren. Oh, das ist absolut nervig. Jetzt rennt die Alte nämlich dahin. Ihr habt das überhaupt nicht unter Kontrolle gerade. Am Ende geht mir noch einer drauf wegen so einer Kacke. Na gut, dann hauen wir jetzt einfach mal ein paar Zombies platt. Hilft ja nix. Wow, hat sogar eine Dose Bohnen dabei. Okay, schnell zurück zum Abendessen. Ja, das war jetzt irgendwie voller Fail. So, mit der Bedienung klappt das hier noch nicht alles so richtig. Das nervt ein bisschen, muss ich sagen. Boah, schaffe ich es noch bis zum Abendessen? Yes! Alle da. Glück gehabt. So, und ihr könnt gerade wieder mitkommen. Will er jetzt nochmal schauen da unten. Da war auch noch irgendwie ein Basketballplatz. So ein typischer Knast-Basketballplatz. Jetzt mal schauen, ob da noch irgendwas Interessantes ist. Sah jetzt irgendwie nicht so aus. Also, mal kurz schauen. Kann ich jetzt in diese scheiß Kisten reingucken? Ne, hier kann man nirgends reingucken. Ach doch, da ist ein Tisch. Der einzige Tisch in diesem Gebäude. Ja, hat einen roten Schlüssel, ist nicht schlecht. Kann man gebrauchen. Aber mehr kann man damit ehrlich gesagt jetzt... Kann man eine Pfeife rauchen. Bin jetzt mal gespannt, wenn ich die in meiner Gruppe habe, ob die mit mir auch arbeiten. Nein? Die stehen nur sinnlos rum. Schade. Weiß das mal hier alles auf dem Haufen. Essen machen, Essen verteilen und Getränke verteilen ist jetzt wichtiger, als meine Sachen dabei zu haben. Ich hoffe mal, dass mein Zeug, das ich bei anderen in den Schreibtisch lege, nicht verschwindet. Ey. Das wäre so blöd. Aber es wäre halt Escape-Style. Komm schon. So. Ach komm, damit das hier nicht auf dem Boden rumfliegt, verteile ich es halt noch in die richtigen Kisten. Es muss ja ein unglaublich riesiger LKW sein. Der sieht viel, der ist innen drin viel größer, als er außen aussieht. Weil irgendwo, irgendwie wird er ja nicht leer. Denke ich mal. Was ist eigentlich das hier für ein Teil? Gut, aber ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass ich so einen ungefähren Plan habe, was man hier jetzt machen muss. Wir müssen uns auf jeden Fall so eine Trittleiter machen. Wir haben ja noch, wir brauchen quasi noch einen Farbeimer. Gut, wir könnten uns auch eine Trittleiter kaufen. Und dann müssen wir auf die Mauer von dem Generator drauf. Und dann müssen wir den Generator anschalten. Und ich denke, das ist, ja, ich glaube, mehr brauchen wir eigentlich nicht tun. Zumindest ist das erstmal die erste Aufgabe, was wir hier in diesem Level haben. Was dann noch kommt, keine Ahnung. Aber das versuche ich jetzt erstmal auch so umzusetzen. So. Ich kann aber überlegen, ob es hier irgendwas gibt, was man noch verbauen könnte. Ne, nicht wirklich, ne? So viel Scheiße, was ich da dabei habe. Irgendwas werden wir schon mit anfangen können. Naja,
Ich würde sagen, das war's erstmal für heute. Heute haben wir mal einen kleinen Klassenausflug gemacht. Bisschen Abwechslung. Und mal schauen, was wir morgen machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.